Genau genommen gibt es exakt einen einzigen Grund, warum Menschen sich nicht ausreichend im Alltag um ihre Gesundheit kümmern. Und genau darum geht es in dem heutigen Video. Also unbedingt dranbleiben. Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Ben Bark. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler, Speaker, Coach und Autor. In den vergangenen 10 Jahren habe ich vor über 200.000 Menschen gesprochen, habe ihnen nahegelegt, wie wichtig Gesundheit für den persönlichen Lebenserfolg und das persönliche Lebensglück ist und was es vor allen Dingen dafür braucht. Und es ist oft weitaus weniger, als wir uns so vorstellen können. In dem heutigen Video möchte ich mit dir vor allen Dingen darüber sprechen, warum wir es im Alltag nicht schaffen, uns um die Gesundheit zu kümmern. Und ich kann dir da direkt sagen, es geht um die häufigsten Ausreden, die ich in der Begleitung von Menschen so genannt bekommen habe. Und ganz zum Schluss wird es vor allen Dingen darum gehen, was der wirkliche, also der wirklich, wirkliche Grund ist. Wenn ich mit Menschen spreche, warum sie es im Alltag eben nicht schaffen, sich ausreichend aufzuraffen, dann kriege ich sehr häufig genannt, dass es einfach zu viel zu tun gibt, dass es einfach an Zeit mangelt. Und ich kann das absolut verstehen. Ich meine, wir alle werden uns nicht langweilen. Also überleg mal, langweilst du dich? Hast du nicht genug zu tun und fragst dich manchmal, was du vielleicht noch zusätzlich machen kannst? Sicher nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du einen leistungsbesessenen Alltag hast, wenn du vorankommen willst, dann gibt es immer was zu tun. Aber tatsächlich gibt es eine viel, viel spannendere Frage, die ich dann den Menschen stelle. Nämlich die Frage, wie wäre das, wenn dein Alltag nicht 24 Stunden hätte, sondern ich dir noch weitere 2 schenken würde. Und du hättest jetzt 26 Stunden. Würdest du diese zusätzlichen 2 Stunden in deine Gesundheit investieren? Und jetzt kannst du dir die Frage einmal kurz selber beantworten. Und vielleicht bist du anders, aber von 99% der Menschen bekomme ich gesagt, nein, auch in dem Moment würden andere Dinge wichtiger sein. Ich habe aber auch eine andere gute Frage an dich. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, dich von mir persönlich begleiten zu lassen. Und ich würde jetzt jeden Tag für eine Stunde mit dir persönlich Zeit bringen. Wir würden uns verabreden, du hättest eine Stunde meine ganz exklusive Aufmerksamkeit für deine Gesundheit. Hättest du diese Zeit jetzt? Und vielleicht bist du wieder anders. Ich kann dir aber auch da sagen, 99%, nee, es sind eigentlich sogar 100% der Menschen sagen dann, ja, ich würde mir diese Zeit nehmen. Und weißt du, was ich in dem Moment immer wieder denke und auch anspreche? Reicht deine Person, reichst du selber nicht aus, bist du selber nicht wichtig genug, um dir diese Zeit zu nehmen? Und gar keine Frage, ich weiß, dass es gut ist, einen Mentor zu haben, einen Coach an der Seite zu haben, der sagt, was getan wird, mit dem du verabredet bist. Natürlich ist das eine Unterstützung. Aber ganz ehrlich, du alleine darfst wichtig genug sein, um dir eben diese entsprechenden Zeitfenster auch zu schaffen. Und deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, du nimmst jetzt deinen Kalender. Du rufst jetzt Outlook oder Kalender oder iCal oder was auch immer für ein Werkzeug du benutzt. Von mir aus auch dein handgeschriebenes Notizbuch und trägst dir jetzt in deinen Terminkalender Zeiten ein, die du dir für deine Gesundheit nehmen willst. Denn wenn es nicht in deinem Kalender steht, dann wird es vielfach einfach auch nicht stattfinden, weil dann andere Dinge eben wieder die Zeit in Anspruch nehmen. Also, wir können an der Stelle ganz klar sagen, wenn du die Fragen entsprechend für dich beantworten konntest, Zeit ist also nicht das Problem, was wir haben. Auch wenn wir viel zu tun haben, Zeit kannst du dir nehmen. Vielleicht ist es also der zweite Punkt. Und da kriege ich häufig gesagt, ja, mir fehlt einfach die Energie. Ich bin einfach zu müde. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann fehlt mir einfach die Power, die Motivation, noch etwas zu machen. Und dann lande ich lieber auf der Couch, dann mache ich es mir lieber ein bisschen gemütlich, dann entspanne ich lieber ein bisschen. Und weißt du was? Ich kann es verstehen. Denn die meisten Menschen und garantiert vor allen Dingen auch du hast genug in deinem Alltag zu tun. Du bist gefordert, du hast viele Termine, die entsprechend deine Energie kosten. Du bist angestrengt und natürlich ist abends der Akku auch irgendwie leer. Und dann ist es meistens so, dass wir uns einfach nur noch auf die Couch setzen, dass wir den Fernseher anmachen. Vielleicht machen wir ihn sogar ein bisschen lauter, weil dann
werden die anstrengenden Gespräche einfach auch nicht mehr gehört. Und vielleicht kennst du das dann auch, dass irgendwann so im Laufe des Abends die Schublade aufgeht, dann kommen ein paar Leckereien auf den Tisch, die nicht so gesund sind, irgendwas, was knistert, was knackt, wenn man drauf kaut. Vielleicht gibt es auch noch ein kleines Kaltgetränk dazu oder auch 2, 3, 4 irgendwann. Ganz ehrlich, damit nimmst du dir schon dein Potenzial und deine Energie für den nächsten Tag. Denn das alles ist dann auch schon wieder eine Abbuchung von deinem Gesundheitskonto. Jetzt überleg doch einfach mal Folgendes. Was wäre, wenn du mit dem richtigen Vorgehen, das du für dich findest, einfach schon mehr Energie für deine Zeit auch nach der Arbeit entstehen lässt? Wenn du also dafür sorgst, dass du dann eine Aktivierung oder ein Zeitfenster für deine Gesundheit schaffst, ob nun für Bewegung, ob nun für Entspannung, wenn die Energie noch hoch ist, um sie dann noch ein bisschen weiter nach oben zu bringen, dann ist das eigentlich schon einer der Schlüssel für deinen persönlichen Erfolg. Und das ist bei den meisten Menschen tatsächlich zum Zeitpunkt des Starts in den Tag, egal wann der letztlich ist. Und hier reichen 10 Minuten deiner Zeit. Wenn du jetzt über den Tag auch noch gezielt in deinen Energietiefs mit kurzen Unterbrechungen, mit kurzen Aktivierungen oder mit kurzen Entspannungen, Regenerationen deine Energie weiter nach oben bringst, dann wirst du am Ende des Tages einfach eine viel, viel höhere Energiespanne zur Verfügung haben. Und lass mich bitte auch den folgenden Satz einmal mit allem Nachdruck zu dir sprechen. Ein freier, selbstbestimmter Mensch, wenn du dich dafür hältst, bestimmt, wie er in den Tag startet und wie er den Tag beendet. Alles andere hat nichts mit Freiheit und Selbstbestimmtheit zu tun. Also auch hier liegt es in deiner Hand, es ist deine Entscheidung, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und deswegen mein Tipp, direkt morgens den Motor anschmeißen, ein ganz gezieltes Vorgehen und du wirst viel, viel mehr Energie für den Tag haben. Versuch es dir einfach so einmal vorzustellen. Du hast über den Tag ein 400-Meter-Rennen oder lass es ein 800-Meter-Rennen sein. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Disziplin. Man muss nämlich ziemlich viel Gas da drin geben. Man kann weder joggen noch kann man sprinten. Es ist irgendwas dazwischen, es ist aber eher sprinten als joggen. Es kostet enorm viel Energie, um diese Strecken mit einer hohen Performance auch abzuschließen. Und was du jetzt machst, ist, wenn du gut geschlafen hast und abends dir keinen Scheiß reingeschmissen hast, dann schläfst du, um deinen Akku aufzufüllen. Das heißt, du gewinnst eine zusätzliche Energie. Und wenn du jetzt morgens eine gezielte Aktivierung machst, einen sogenannten Powerstarter, dann packst du auf deine Energie nochmal etwas mehr drauf, auf deinen Akku sozusagen. Und ab hier wird es über den Tag langsam abnehmen. Das heißt, du hast von Anfang an schon eine höhere Energiespanne, die langsam abnimmt. Es ist so ein bisschen so, wie wenn wir bei diesem 400-Meter-Rennen bleiben. Du nimmst deinen Startblock, der Startschuss ist noch nicht erfolgt, gehst 100 Meter ins Feld rein und wenn es knallt und es losgeht, dann bist du schon 100 Meter nach vorne, vor den anderen. Ob du die wieder siehst, ist schon fraglich. Ob sie dich einholen, noch fraglicher. Also nimm diese zusätzliche Energie einfach mit und das kann eben vor allen Dingen morgens sehr, sehr gut funktionieren und darf mit Unterbrechungen in den Alltag integriert sein. Also auch hier, Energie kannst du mit dem richtigen Vorgehen entstehen lassen, dann bist du gar nicht an dem Punkt zu sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich habe nicht mehr die Power, das durchzuziehen, ich kriege nicht mehr die Motivation, mich jetzt aufzuraffen. Der dritte Punkt, den ich sehr häufig genannt bekomme, ist ein Investitionsengpass, nenne ich das jetzt mal. Und ich will gar nicht lange darüber sprechen, sondern ich will dir einfach die Frage stellen, für was investierst du in deinem Leben alles Geld? Für was investieren Menschen alles Geld? Und wie wichtig ist das, um gesund zu bleiben, um leistungsfähig zu sein, um ein hohes Wohlbefinden zu haben? Und an der Stelle ist es meist so, dass Menschen dann anfangen zu sparen, wenn es um sie ganz persönlich geht. Und das ist sehr, 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 sehr traurig. Denn wir können den besten Sprit fürs Auto kaufen, wir können das beste Öl fürs Auto kaufen, wir können uns das neueste Handy und den neuesten Smart TV kaufen und was es nicht sonst alles noch gibt an technischen Helferlein, die wir immer ganz aktuell brauchen. Aber wenn es darum geht, wirklich etwas in die eigene Gesundheit zu investieren, dann ist oft schwierig. Dann sind andere Dinge oft eben einfach wichtiger. Und deswegen überleg mal, ob es nicht sinnvoll wäre, auch für dich persönlich, für deinen Lebenserfolg und dein Lebensglück ganz gezielt
in dich, in deine Entwicklung, in deine Gesundheit, in deine Energie, weil das ist die Währung für deine Gesundheit, zu investieren. Und jetzt hast du die drei häufigsten Ausreden gehört. Und ich habe dir am Anfang versprochen, ich werde dir sagen, was das wirkliche Problem ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt schon im Laufe dieser drei Punkte ein feines Gespür dafür entwickelt hat, was es wirklich ist. Es sind Prioritäten. Es ist schlichtweg die Entscheidung, was wirklich wichtig ist. Und das bedeutet im Endeffekt für dich ganz klar, und das ist auch mein Appell, den ich jetzt an dich richte, überleg mal, wie wichtig es für dein Leben ist, gesund zu bleiben. Überleg mal bitte, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du nicht einfach mal für eine Woche nur krank bist, eine Erkältung hast oder eine Grippe hast. Oder wenn du mal vorübergehend Kopfschmerzen oder Verspannung oder Rückenschmerzen hast. Sondern wenn dich das fortan dein gesamtes Leben begleitet. Nochmal, versetz dich in die Situation deiner letzten Erkältung. Laufende Nase, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, platt im Bett. Es geht nichts. Dein Alltag ist davon dominiert, zu liegen, irgendwie ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen. Wie fühlt sich das an, wenn das nicht nur eine Woche oder zwei betrifft, sondern wenn das dein ganzes Leben betreffen würde? Denn das bedeutet es, wenn wir Menschen chronisch krank werden. Wir haben dann einen Missstand, den wir dauerhaft mit uns rumschleppen. Und es wird mindestens in dem Moment deutlich anstrengender, etwas zu verändern. Ich habe diese Worte bewusst sehr klar gewählt und ich möchte vor allen Dingen dir klar machen, dass es in deiner Hand liegt. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung. Es ist die Frage, was dir wichtig ist und was Priorität in deinem Leben haben darf. Und ich kann dir eine Sache versichern. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du, niemand anders. Und deswegen schaff dir diese Freiräume, schaff dir diese Zeiten für dich selber. Entscheide das für dich und zieh es durch. Und ganz ehrlich, wenn du dafür Unterstützung brauchst, wenn du dafür einen Mentor und einen Begleiter brauchst, dann ist das okay. Dann können wir diese Sachen auch gemeinsam für dich angehen. Aber die Entscheidung dafür, die triffst du selber. Und die Zeiten, die Energie und auch die Investitionen, die notwendig sind, die bringst du für dich ganz persönlich dann auf. Ich wünsche dir viel Spaß mit einigen Gedanken, die dazu noch erfolgen dürfen und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier.